4, 3, 2, 1. Eintreten jetzt wieder gefahrlos möglich. Ja. Nun gut, wird uns noch öfter passieren, ist ja keine Schande. Das muss man halt richtig timen. So, Treffer. Treffer. Ihr seht schon, es steht alles immer mehr zusammen. Treffer. Das Fließband wird auch immer schneller. Treffer. Das jetzt zu treffen, das ist dann schon richtig mies. Ja. Puh. Verdammt. Zieh das dann noch Energie ab. Entgiftungsprogramm aktiviert. Raum sollte jetzt sauber sein. Ich glaube, ich mache hier mal einen Save und werde bei Bedarf immer reloaden, weil das ist ein bisschen schneller. Meine Güte, ist das mies hier gemacht. Drehen die sich eigentlich noch? Nö. Gut, pass auf, da machen wir jetzt hier Le Safe. Und ballern einfach wild drauf zu. Treffer! Nein, das war aber knapp. Oh, das war wieder knapp. Nein! Mann, das ist ja ein richtiger Scheiß hier. Nein! Mann, oh, das ist ja... Das Ginger da unten ist übrigens dann böse, ne? Das... Weiß man ja sicher. Ja! Nein! Jawohl, wir haben's! Sieht das natürlich dahin, das Puzzleteil? Also müssen wir irgendwie da runterkommen. 45 Minuten, ja, eine Viertelstunde noch, dann werde ich wieder mal stoppen. Das ist jetzt übrigens das allererste Mal gewesen, dass ich die Aufnahme freiwillig beendet habe. Also jetzt ohne, dass die Emulation abgestürzt ist oder so. Schon krass, ne? Naja. Und wie schon gesagt, der neue Rechner ist in Prozess. Also wir haben jetzt das Geld überwiesen auf Konto halt. Und sobald dann das Geld auf dem Konto drauf ist, werden wir dann den PC bestellen bei. Ja, ich will jetzt hier gar keine Namen sagen, wegen Blablabla, bla, bla, Urheberrecht, Copyright, wie auch immer.
Vor Wumbas Wigwam. Nur ne, wo müssen wir? Achso, ja genau, wir brauchen die Waschmaschine wieder. So, damit wir den verkackten Mist hier nicht nochmal machen müssen. Safe. Und hinein in die Fluten. Die magischen Fluten. Ich find's geil, wie die Waschmaschine immer hüpft. Hallo? Was? Technischem Personal ist die Benutzung der Warpfelder untersagt. Stimmt, wir müssen ja den Aufzug benutzen. Was klotzt du denn auch in eine andere Richtung, die blöde Waschmaschine? So. Erste Etage, dritte Etage, vierte Etage. Aber irgendwie bin ich richtig leise auf der Timeline. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Aber naja, was will man machen? So, jawohl, der zeigt jetzt wieder Alarmstufe rot, deswegen gehen wir gleich weiter. Lalalalalala. Jawohl, wir dürfen eintreten, sehr schön. So. Ach ja. Wozu ist hier bitteschön eine Sprungplatte? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Es würde mich wirklich brennend interessieren, weil wir kommen hier hinten ja nur mit der Waschmaschine hin. Na, wie man sieht. Warum gibt's denn hier bitte eine Sprungplatte? Wozu? Die hat überhaupt gar keinen Sinn. Als Banjo-Kazooie kommst du hier nicht hin und die Waschmaschine kannst du auch nicht benutzen. Was soll das denn überhaupt für einen Sinn haben? Kann man sich dann hier irgendwie auf das Band hochcheaten oder wie? Also, ja, wenn das jemand weiß, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Es würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, natürlich. So, Tür auf. Weiter geht's. So, wo war denn der Aufzug? Da drüben. Oh, goldene Federn. Ach stimmt, wir haben ja unsere ganzen goldenen Federn verbraten, ne? Und gleich wieder nachtanken. Gut, also das haben wir auch. Dann noch im fünften Stock. Dann noch in der ersten Etage die Schrottpresse. Gut. Dann haben wir hier auch so ziemlich alles gemacht. Die drei Puzzlos können wir ja, wie gesagt, nicht holen. Da brauchen wir erst Moves aus der nächsten Welt. Zwei Stück aus der nächsten Welt und einen aus der letzten. So. Safe. Vierte Etage. Nein, bis doch. Natürlich. Und zwar müssen wir jetzt wieder mit Kazooie alleine spielen.
So, ich habe jetzt mal ganz kurz nochmal mein Mikrofon aus. Ja, schon viel besser. War doch tatsächlich mein Mikrofon nicht so ganz ausgerichtet. Also mein Mikrofon am Headset. Ein richtiges Mikrofon, also da würde ich mir gern das kaufen, was Starkiller hat. Weil der ist zufrieden damit, der hat mir gesagt, es funktioniert einwandfrei. Und da habe ich halt eben ein Feedback. Aber wie gut es jetzt funktioniert auf einmal. Die ganze Zeit so, jetzt auf einmal so richtig laut. Wisst ihr, man muss nur mal das Mikrofon richtig positionieren. Ja, seid ihr alle brav. So. Könnte man sich jetzt auch wieder mit, Entschuldigung, mit dem hier holen. Mal wissen, was jetzt passiert, wenn ich mit einem Zeitbomben-Ei zu Banjo gehe und zünde. Nichts. Das war ja zu erwarten. Also wir hätten hier gar nicht mit Katsui allein spielen können, das hätten wir auch jederzeit holen können. Naja. So, und jetzt müssen wir noch in den ersten Stock und dann würde ich sagen, ist auch mal wieder genug für heute, ne? Ja, dann habe ich eine Stunde voll, dann mache ich jetzt noch ein bisschen länger und dann ist auch gut. Dann habe ich 2 Stunden heute aufgenommen. Das kann ich dann mal wieder wegrendern. So, Katsui werden wir noch zurückverwandeln. Weil so kann das ja nicht bleiben. Trennplatten brauche ich doch, natürlich. Denn jetzt wird unser lieber Banjo ziemlich viel einstecken müssen. Dafür machen wir nochmal ein Schläfchen. So. Es ist ganz gut, dass wir den Move haben, weil den werden wir jetzt auch brauchen. So. Eindringling in der Schrottpresse. Säuberungsdrohnen macht Meldung. Ja. Das ist sehr schön hier. Ich fühle mich hier sowas von willkommen. Aber wir müssen jetzt hier durch. Uns einmal zerquetschen lassen. Jetzt verlieren wir alle Energie bis auf einen. Und machen hier jetzt mal kurz ein Schläfchen. Das lädt ja unsere Energie wieder auf. Da hinten haben wir jetzt den Schalter. So, da werden wir nochmal zerquetscht. Sind wieder tot bis auf einen. Mal Zeitbombenmeier hier hinten mitnehmen. Ja, wir haben ja Zeit. Es eilt ja nicht. So, jetzt geht das hier auf. Machen wir nochmal Schläfchen. So, dann gehen wir nochmal hier durch. Oh! Und machen nochmal ein Schläfchen zur Sicherheit. So, und dann haben wir es ja auch schon geschafft, ne? Jawohl! Nein, nicht da reinkommen. So, dann können wir hier nochmal goldene Federn aufbessern.
Uiuiui. Ach, Energie haben wir ja eh voll. So, und das war's fürs Erste auch schon. Wir machen nochmal eine Gesamtübersicht. Jawohl, 7 von 10, 3 von 3, 3 von 3, 2 von 2, 100 von 100, 5 von 5 und 3 von 3. Bei einer Spielzeit von 2 Stunden, 29 Minuten und 4 Sekunden. Ja, könnte natürlich weniger sein, wenn ich mich da in dieser blöden Gasflasche da nicht so blöd angestellt hätte. Da könnte ich mich jetzt noch ohrfeigen, ne? So, jetzt gehen wir mal noch schnell. Wie viele Shadow-Seiten haben wir denn eigentlich? Können wir vielleicht wieder einen Cheat aktivieren? Geht das vielleicht? 3 Stück. Wie viel waren es? 3 Stück, ne? Ja, gut, dann komm, dann machen wir das schnell. Aber vorher verwandeln wir Katsui wieder zurück in den Vogel. Pinienlichtung. So. Dann mache ich hier nochmal Save für den Fall, dass wieder irgendwas abstürzt. Kann man ja nie vorsichtig genug sein. Oh, hier haben wir wieder Eier. Ja toll, Feuereier haben wir doch eh voll. So. Jetzt haben wir wieder unsere Katsui, wie wir sie kennen. Und dann würde ich sagen, wir tauschen mal schnell die 3 Shadow-Seiten ein. Und aktivieren uns einen neuen Cheat. Und beim nächsten Mal machen wir dann die neue Welt auf, lernen die Moves. Completen Grundi GmbH und zocken dann vielleicht auch noch die andere Welt durch. Mal gucken. Shinyodorf. Shinyodorf. Mal scharfe Munition wieder aktivieren für den Fall der Fälle. Sammeln wir hier nochmal goldene Federn ein, weil da haben wir ja alles verbraten, ne? Ja, toll. Egal, im Spiral Mountain gibt es eh genug Eier. Da können wir uns ja mal kräftig bedienen. Ich weiß, ich könnte auch zu den Maulwürfen hingehen und alles auffüllen lassen, aber... Das haben wir doch nicht nötig. Ach. Und da sind goldene Federn. Ach nö, das sind nur rote Federn. Ja, super, da haben wir ja voll. Na. Geht die Folge hier jetzt ein bisschen länger, kann ich auch nichts für. Ist halt so. Ich kann ja nicht immer genau präzise aufnehmen. So, pass auf, wir gehen mal jetzt hier hin. Ja, wir haben noch 3 Seiten. Tut mir leid, aber du musst mehr Seiten finden, bevor ich dir einen neuen Cheat verrate. Gehen wir mehr Seiten suchen, Banjo. Ich will endlich mogeln können. Hm, okay. Naja, wir mogeln ja nicht. Ach stimmt, wir brauchen ja 5. Aber es geht ja gar nicht auf. Wir haben doch überall, da war eine von einer.
3 von 3 sind 3, 6, 9, 12. In Pteridactylus Land fehlt uns eine Shadow-Seite. Wie geht das denn? Wie kann das denn bitte sein? Was haben wir denn da vergessen? Oder konnten wir die nicht holen, weil uns was gefehlt hat? Da muss ich mal jetzt direkt nachschauen, weil sonst vergesse ich das. Und das ist dann nicht schön. Wo haben wir denn da was vergessen? Moment. Warpfeld, Genius. Und Katsuis Katapult-Kapriole. Ach, ja, richtig. Nein, das... Mann, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Okay, pass auf, den machen wir mal kurz. Ja, komm, eine Minute, jetzt geht's halt 21. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Das ist ja gar kein Problem. Jetzt kommen die 5 Minuten hier. Nicht, dass wir das vergessen. Ich hätte ja gern alles komplett. Hundertprozentig. So, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt irgendwann hier die ROM abstürzt. Deswegen mache ich nochmal Save-O-Mat. Die goldenen Federn hier nehmen wir natürlich mit. So, dann haben wir auch schon wieder voll. Das gibt's ja gar nicht. Gut, hat sich nicht aufgehangen. Sehr gut. In der Nähe von Humbas Wigwam. Gut. Trennplatten, Trennplatten, Trennplatten. Haben wir hier nicht jetzt in der Nähe, ne? Natürlich nicht. Trampeltal. Komm, ich gehe jetzt mal schnell ins Trampeltal und trenne mich da. Weil das sind die Trennplatten jetzt gleich in der Reichweite. So. Und dann mit Katsui im Alleingang. Ja. Zu Wumbas Wigwam. Ich glaube, ich werde jetzt auch die... Wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Da muss ich lang. Die Zwischensequenz auslösen. Da? Nö, das ist gut. Weil hier kommt eine Zwischensequenz. Die könnten wir uns ja jetzt eigentlich gleich mal anhören. Ich glaube, wir hätten hier auch wieder tricksen können, ne? Oder? Hätten wir das? Hätten wir das natürlich. Natürlich hätten wir das können. Naja, was soll's. So, da haben wir sie. Hilfe. Komm, wir aktivieren mal kurz die Zwischensequenz. Na? Solchen Durst. Ich brauche dringend Wasser. Warum suchst du da nicht nach Wasser? Es wird nicht einfach vom Himmel fallen. Die Sonne verbrennt armen Dümpo. Ich muss
in der Höhle bleiben. Hol mir bitte etwas zu trinken. Ja. Gut, dazu brauchen wir aber... Ja, vom Himmel fallen, das war eine Andeutung. Dafür brauchen wir Zugang zur letzten Welt. Aber bis wir so weit sind, müssen wir halt warten noch auf das Puzzleteil. So, jetzt hole ich mal schnell den Banjo ab. 5 Minuten überzogen. Ah, macht nix. Sind's halt 25 Minuten, kann ich jetzt auch nichts ändern. Dafür haben wir jetzt Pterodactylus Land komplett. Und dann geht es auch auf mit den Shadow-Seiten. Jolly Rogers Lagune fehlt ein Puzzleteil. Pterodactylus Land fehlt ein Puzzleteil. Grundis GmbH. Okay. Gut, dann haben wir es ja soweit fertig. Und ich sag dann mal, bis zur nächsten Aufnahme von Banjo-Tooie bei The Cake of the Gamer. Wenn euch meine Videos gefallen, dann... Ja, gebt einen Daumen hoch, würde ich mich freuen. Fragen, Anregungen, wie immer, Kommentare. Und ja, ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.